Hallöchen und herzlich willkommen bei Abtauchen mit Plötzlich Wissen mit der wundervollen Dr. Julia Schnetzer. Da unten ist sie. Hallo. Hi. Und wo ist Heike? Achso, oh, Entschuldigung. Heike ist da. Heike, hi. Ich hab Heike wiedergefunden. Und Heike sagt, hallo André. Hi. Da ist nämlich André Lampe. Hallo. Auch Doktor. Ja. Genau. Auch Doktor. Neu, dass wir auf Titel Wert legen, aber okay, machen wir heute mal. Ich bin übermüdet. Ich habe einfach mal deinen vollen Namen gesagt. Okay. Ist okay. I feel you. Ich habe auch hatte auch einen langen Tag mit wenig Schlaf. Ja, und Inga ist leider nicht am Start heute. Ich habe vergessen, warum. Aber sie ist nicht da. Ja, sie ist wahrscheinlich irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs. Entweder liest sie aus wichtigen Dingen vor oder sie hat eine sehr wichtige Veranstaltung, die nicht verlegt werden konnte. Weihnachtsfeier, eventuell. Keine Ahnung. Ist eine wichtige Veranstaltung, die nicht verlegt werden kann. Auf jeden Fall. Ja. Also es könnte sein, ich habe es wirklich vergessen. Ich weiß nicht mehr, warum sie nicht kann. Aber dafür ist Heike wieder aufgetaucht. Ja, Heike ist wieder aufgetaucht aus der Versenkung. Das ist total schön. Und Beidwelt ist uns gefolgt. Hallo Beidwelt, denn der Name kommt mir doch bekannt vor. Schön, dass du es auch hierher geschafft hast. Das ist total schön. Und begrüßen die... die schon was im Chat gesagt haben. Olaf, not the snowman, moin. Weird Beat, Mahlzeitchen. Wie schön. Das Rentier Joe, schönen guten Abend. Ja, und da sagt der Beidwelt auch gleich Hallo. Und alle anderen, die da sind. Und ich sehe auch, dass cooler Typ 1234567890909, der vor 19 Tagen gefolgt ist. Hi, danke fürs Folgen. Schön, dass du auch da bist. Ja, und der sagte auch Hi. Mensch, schön. Schön, dass ihr da seid. Genau. Das sehr auch, schön. Wir waren auch echt lange weg, ne? Ja. Wir waren jetzt auch echt 4 Wochen oder so. War schwierig, Termine zu finden. Ja, es ist jetzt irgendwie plötzlich so wahnsinnig viel los gewesen. Und im Hintergrund von Plötzlich Wissen passieren ja auch immer Dinge. Ich meine, unsere Webseite hat sich nebenbei geändert. Wir haben noch gar keine neue Tour gemacht durch das neue Design, weil alles noch nicht fertig ist. Es liegt aber nicht an uns. Liegt nie an uns. Liegt nie an uns. Ja. Nie. Nie. Ja, und wir haben ja auch noch so ein Seminar an der Uni Gießen, wo wir auch noch darauf warten, dass wir da Dinge zum Zeigen haben. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber das ist alles noch... Naja, ne, ich möchte auch niemanden, der da irgendwie studiert, irgendwie auf die Füße steigen, aber da wird demnächst auch nochmal was kommen, aber das ist natürlich auch Zeit, die wir im Hintergrund verbringen. Haben wir noch andere Sachen, die erledigt werden müssen und dann ist plötzlich... Puff, sind wieder ein paar Wochen um. Aber jetzt sind wir wieder da und wir werden heute, wenn ihr den Titel gesehen habt, über das ein oder andere sprechen, nämlich über die Polarstern, über Fusion und wir werden vielleicht auch ein bisschen in New Beginning weiterspielen. Inga zuliebe, weil die mag das Spiel ja so unglaublich gerne. Ja, ja, ja. Ja. Ja, aber sonst, was passiert? Aber habe ich erzählt, ich weiß nicht mehr, wann wir das letzte Mal gestreamt haben, aber ich war wieder bei 1, 2 oder 3. Habe ich das schon erzählt? Nein, das hast du nicht erzählt. Du warst wieder bei 1, 2 oder 3. Ja, stimmt, du warst schon mal. Oh, vor 2 Jahren war ich schon da. Warte mal. Achso, ich dachte gerade, wenn man ein Viertel tot rumhängt. Ich habe nur, ich habe nur gelesen, wenn man ein Viertel Ton rumhört. Dachte gerade schon, irgendwas wäre mit unserem Ton. Das ist ja nichts Neues, aber Beidwelt sagt einfach nur, wenn du ein Viertel tot rumhängst. Willkommen im Club. Wir sind auch beide sehr erschöpft. Also, und Spaceball ist auch da. Nein, du hast noch nichts verpasst. Du hast nur die Begrüßung verpasst und dass Julia gerade erzählen wollte, dass sie schon wieder bei 1, 2 oder 3 war. So, und jetzt... Ich bin gespannt. Ja, eigentlich, so viel gibt es nicht zu erzählen. Aber es war sehr nett, es war sehr cool. hat sehr viel Spaß gemacht und es war auch schön, weil meine Schwester mit meiner Nichte und mit meinem Neffen auch dabei waren. Die durften im Publikum sitzen und das war sehr cool, das hat Spaß gemacht. Und was auch ein bisschen süß war, es gibt ja immer das Kamerakind bei 1, 2 oder 3. Ne? Ja. Und das Kamerakind Simon
Das war süß. Es kam nämlich raus, dass der ein Podcast-Fan ist von unserem, sag mal, Oh. du als Biologin Podcast. Und das war süß. Dann durfte ich ihm ein Autogramm geben und ein Selfie machen. Das war niedlich. Ach, schön. Das war echt süß. Oh Mann, ey, er war Kamerakind und durfte auch noch jemanden abfilmen, den er, die er sonst eigentlich immer nur hört. Das ist ja abgefahren. Stimmt, ja. Crossmediales Ja, ist auf jeden Fall, das ist echt ganz interessant mit dem Podcast. Das passiert mir ziemlich oft, dass, wenn ich bei irgendeiner Veranstaltung bin, dass Leute mich dann kennen vom Podcast. Das finde ich irgendwie sehr weird und abgefahren. Also halt so zufällig, weißt du, die nicht, die jetzt nicht extra da sind, Ja, sondern ja, das ist auf jeden Fall abgefahren. Sagt, deutet ja nur darauf hin, dass ihr mit eurem Podcast etwas richtig macht. Scheint so. Also ich Ja. bin halt vor allem, was mich überrascht, also ich meine, ich weiß auch, dass Kinder den hören, aber das ist jetzt halt das erste Mal, dass ich das Kind persönlich kennenlernen durfte. Aber ich finde es sehr abgefahren, also dass der auch für Kinder funktioniert. Also weil die Inhalte teilweise halt schon ein bisschen anspruchsvoller sind, finde ich das sehr cool, dass das eben auch für Kids funktioniert. Ich meine, wie alt war der? Weiß nicht, 11 oder so? 10? Keine Ahnung. Ja, 12? Ich kann das nicht so gut einschätzen. aber das ist doch gerade das Alter, wo du Begeisterungsfähigkeit hast. Du hast noch 2, 3 Jahre, bis die Hormone einen Gang hochschalten und andere Dinge interessant sind. Dann bist du kurz raus für ein paar Ja. Jahre. Aber das ist doch, also, Neffe von mir war so. Als der 10 war, war es wirklich so, ja, wir müssen hier Sachen in der Schule machen, wir sollen was über Weltraum machen. André, ich habe mal ein paar Fragen. Ich so, ja, hau raus, dann erzähl mir mal. Dann kam erstmal, also mit 10 wohlgemerkt, ja, und ich irgendwie so, wie ist die Gravitation auf Venus? Wie funktionieren Polarlichter? Wie sind die Saturnringe entstanden? Warum hat Saturn so viele Monde, wenn er doch Ringe hat? Geile Fragen, alles durch die Bank weg. Und er hat dann, also wir haben dann ein bisschen gequatscht und er hat dann was über Polarlichter erzählt und irgendwie eine Woche später hat er so ein Plakat gemacht über das Sonnensystem mit Größenverhältnissen und hat sich, das ist, also wenn er sich in irgendetwas reinversetzt hat, dann fängt er an zu graben. Das ist eine wahre Freude. Also das ist deswegen so, das Alter, das hat mich überhaupt nicht überrascht, dass ihr das hört, sondern das ist, glaube ich, das, wo du diese medialen Türen aufreißt und dann alles ist wie ein Süßigkeitenladen. Du kannst über alles lernen und das ist, glaube ich, eine Phase, in der man ganz doll geprägt wird für ganz viele Sachen. Das stimmt. Ich lese hier gerade das coole Typ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9 schreibt, dass er Bio nie gemocht hat, aber seit unserem Podcast ihn liebt, Bio liebt. Das finde ich, das freut mich sehr. Weil das ist auch echt schade, weil Bio ist mega cool. Aber ich meine, das ist bei vielen Fächern, ne? Ich meine, Physik hat da, glaube ich, das gleiche Problem, dass das immer mit dem Lehrer aufblüht oder stirbt, ne? Also, oder auch halt die Themen in der Schule sind halt manchmal auch einfach richtig lame. Gibt halt auch einfach Ja. richtig spannende Themen. Das stimmt. Ja. Hä? Weirdbeat fragt, und du hast nicht den Kontakt zu Florian Freistetter hergestellt? Ich weiß nicht, wer das ist. Florian Freistetter ist, der macht die Sternengeschichten als Ach Podcast schon so, mit der. seit. Ach. Aha. Ja, also genau, das war an mich gerichtet mit meinem Neffen. Ich habe ihm gesagt, ihr, es gibt Sternengeschichten, da kannst du auch mal reinhören und habe das, nur wenn mein Neffe mich fragt, kannst du mir mal weiterhelfen, dann empfehle ich nicht den Astronomen meines Vertrauens, sondern versuche ihm selbst die Dinge zu beantworten, ne? Aber ich habe ihm dann auch gesagt, dass Florian einen tollen Podcast hat, aber er hört bereits viele Podcasts, aber größtenteils die sich mit Gaming beschäftigen, Minecraft, Brawl, ach, ich weiß gar nicht, wie die Spiele alle heißen und so weiter und so fort. Und er macht sogar selber einen über bestimmte Minecraft-Geschichten und ist da auch super aktiv. Also das war so,
Ich habe ihm da versucht, Podcasts zu empfehlen und zu sagen, es gibt da auch Sachen über Wissenschaft, aber ich glaube, er ist da gerade in einer Phase gewesen. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder anders, wo er dann nur auf, also wo er auch alles aufgesaugt hat, was metamäßig mit diesen Computerspielen zu tun hat. Und da war Podcast das Ding, wo er das konsumiert hat. Und Astronomie und sowas hat er Klexikon, also die Wikipedia für Kinder, es gibt sowas. Hat er viel drin gelesen, auch in der richtigen Wikipedia ab und zu mal. Aber auch Schulfernsehen, also SWR und sowas. Hat er sich rumgetrieben. Aber ich weiß natürlich eure Weirdbeat, ich weiß deine Fürsorge zu schätzen. Ich habe es probiert, ihm den Freistädter-Virus auszusetzen. Hier geht's gerade ab im Chat. Abi und Naturwissenschaften. Also ich habe Physik sofort abgewählt, als ich es konnte und Ja, war sehr du glücklich hattest keinen darüber. Aber guten ich hatte, Lehrer. boah, ich hatte richtig schlimme Physiklehrer. Ich hatte generell richtig schlimme Lehrer. Also die guten Lehrer, die ich hatte, kann man echt an einer Hand abzählen. Also oh, gar nicht gut. Horsti, Und schönen guten hier. Tag. Oh, da gibt's auch noch, wann kommt Und die Staffel 3, fragte, Julia? hallo. Staffel 3 kommt im Frühjahr. Es wird eine Staffel 3, sag Es mal, du wird als eine Staffel Biologin 3 geben, und sie geben. kommt im Genau. Frühjahr. Ja, Ja, die ich guten musste in der Nachrichten. Oberstufe leider eine Naturwissenschaft abgeben, hätte Bio gerne bis zum Abi weitergemacht, aber es wurden dann Chemie-LK und Physik-Grundkurs. Oh, okay, ja, das ist sehr naturwissenschaftlich lastig. Ich habe in der Oberstufe, ich habe Deutsch in der 12 dann abgewählt, weil alle Deutschlehrer waren furchtbar. Also es ging tatsächlich noch, als ich Abi gemacht habe, 1999. Und ich hatte Mathe und Physik LK, Erdkunde als drittes und mündlich Englisch. Ey, warte mal, du hast 99 Abi gemacht? Ja, ich bin alt. Hey, ich dachte, du bist 2 Jahre älter als ich. Ich bin Okay. 42. Oh. Ah, nee, ich dachte, du bist jünger, André. Das, danke. Okay. Danke, nein, ich bin 1980 geboren. Alles klar. Ich dachte, du wärst nur 2 Jahre älter als ich. Was ich heute alles lerne, Ja, es geht so weiter. Es geht hier Schlag auf Schlag. Olaf Not the Snowman ey. sagt, Geschichte wäre sicherlich auch ein interessantes Fach gewesen, nur leider kamen im Unterricht nach der Steinzeit direkt die Nazis. Dazwischen fand scheinbar nichts anderes statt. Oh Gott. Das stimmt. Ich fand diesen Geschichtsunterricht auch immer echt lame und ist eigentlich schade, weil es voll spannend sein kann. Es ist halt Ich immer hatte die einen Art. ganz Ich hatte toll, ich hatte einen einen coolen Geschichtslehrer. großartigen, ich hatte einen großartigen Geschichtslehrer. Zwei großartige Geschichtslehrer sogar. Aber wenn ich in der Oberstufe Geschichte gewählt hätte, dann hätte ich keinen dieser beiden Geschichtslehrer gehabt. Und dann wäre es nicht Geschichte gewesen. So wie Ja, ich das, ne? das ist geil, wie man sich auch in der Oberstufe die Fächer halt auch ein bisschen aussucht aufgrund der Lehrer, ne? Also ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass bei mir Deutsch, dass das genau der Lehrer war, den ich wollte. Und im Bio hatte ich auch leider eine richtig beschissene Lehrerin. Oh, ich habe sie gehasst und sie hat mich auch gehasst. Es war einvernehmlich im Hassen. Ah, Olaf fragt nach Informationsquellen, interessante Informationsquellen für wissbegierige Kids. Und da fragst du leider gerade zum falschen Zeitpunkt, weil Inga ist nicht da. Die wüsste da Ja. sicher einiges. Ja. Und ich bin da leider. Warte, ich habe ein paar. Also erstmal Hab da Planet nichts. Schule dürftest du kennen. Wenn du Planet Schule nicht kennst, dann mein Gott. Schmeiße ich dir mal. Ja, und ansonsten, warte mal gerade, wie ist es denn? Genau, Klexikon. Ich hoffe, du kennst das Noch nie Klexikon gehört. bereits. Das schmeiße ich dir mal als, oh, als plötzlich Wissen.
rein. Aber ansonsten, es gibt noch super viel. Schlaulicht ist tatsächlich auch eine gute Empfehlung von Horsti. Der Schlaulicht-Podcast, habe ich gehört, soll ganz, ganz toll sein. Ansonsten, Olaf Not the Snowman, auf jeden Fall. Inga auf Facebook, auf Insta, auf Twitter oder so einfach mal anstupsen, weil Inga ist die Kinderbuchautorin bei uns in der Runde und die weiß so wahnsinnig viel, wo du, also zu Ich diversesten Themen und so, da gehe ich ganz könnte stark mir von gut aus. vorstellen, ja, dass die da was Gutes weiß. Genau, einfach mal sie anhauen über Social Media. Genau, oder sonst zur Not über info@plötzlichwissen.de. Genau, das geht auch. Das geht auch. Muss mal einen Chat reinschreiben. Jo, aber wollen wir mal ein bisschen in den Content starten? Ja, wir haben uns ja, wir haben uns vorbereitet. Uns vorbereitet und zwar nämlich letzte Woche Warte, ich mach mal, war. ich gehe mal auf. Ich mach hier einmal blub und da sind wir. Oh, ich mach's bei mir auch mal groß. Letzte Woche war. Ach süß, du hast ja ein Aquarium für Inga reingemacht. Ja. Das ist ja niedlich. Also ich habe jetzt nicht auf, du bist jetzt bei, Inga steht stellvertretend neben dir. Ich habe dich jetzt nicht nach unten. Und unten haben wir ein Guppi-Aquarium. Ja. Also nicht nur Guppies, aber ja. Also ich sehe nur ein Guppi, ja genau, und dann ne, zwei Guppis. Und dann Also sind die ersten die anderen diese halt. Animation heißt Guppi.gif. Warum auch immer. Ja, nochmal für die Spätkommer. Inga geht's gut. Sie ist nicht da. Wir haben vergessen, warum. Ja. Weil wir haben wirklich echt händeringend nach einem Termin gesucht, die letzten Wochen, wo wir alle drei können. Und vor Weihnachten und wir haben keinen gefunden. Und Inga hat heute irgendeinen anderen Termin und wir haben vergessen, was es ist. Eine Lesung, eine Weihnachtsfeier, keine Ahnung. Irgendwas, was nicht verschiebbar Aber war, was wirklich wichtig genau. war. Aber Aber ihr geht's auf jeden Fall gut. ja, ihr geht's gut. Genau. Das Video, Julia. Genau, und zwar am 9. Dezember. Was witzigerweise, glaube ich, auch sogar das Datum meiner Doktorverteidigung war, hatte nämlich die Polarstern Geburtstag. Und das ist, wem das nichts sagt, das ist quasi das deutsche Forschungsschiff, das berühmteste deutsche Forschungsschiff. Und das ist ein Eisbrecher, gehört zum Alfred-Wegener-Institut, wo ich eben auch momentan arbeite. Und die wurde 40 Jahre, die wurde nämlich 1982 getauft am 9.12. und in den Dienst aufgenommen. Und genau, und da hat das AWI, also kurz für Alfred-Wegener-Institut, einen kleinen Geburtstagsfilm veröffentlicht und den gucken wir jetzt einfach mal Können wir den mit gemeinsam Ton an. gucken? Ja, ich denke schon. Also das müsste eigentlich alles frei sein, das soll vom AWI. Alles klar. Dann gucken wir mal. Sollte klar gehen. Sollen wir es vorlesen? Lest ihr es selber? Also der Horst Grünberg, der Bremerhavener Bundestagsabgeordnete, hat damals, als es eben darum ging, dass so ein Eisbrecher-Forschungsschiff gebaut werden soll, und die ersten Gelder in seinen Augen viel zu wenig waren, um ein anständiges Schiff zu bauen, hat er zum Bundeskanzler Schmidt damals gesagt, wollen wir einen Marmeladeneimer oder ein solides, herzeigbares Schiff für die deutsche Antarktisforschung? Und dieser Satz hat anscheinend Schmidt so überzeugt, dass er dann die Investitionssumme verdoppelt hat. Und dann wurde die Polarstern gebaut. Was ich ziemlich, also kannst du mal weitermachen, kannst weitermachen. Die ist dann 1980 in Bau gegangen. Das heißt, die haben die in 2 Jahren gebaut. Das finde ich total krass. Ja. Das ist ein Riesending. Also ja, hier, mach mal kurz Stopp. Ich hab's nochmal. Wo? Nochmal kurz zurück zum Text, der davor kam. Jetzt ein bisschen schnell. Genau, vor allem, weil sie 20.000 PS hat sie, also nur so
damit ihr einen Vergleichswert habt. Ein Formel-1-Auto hat ungefähr 1000 PS. Und dann genau stand da, dass die mit 5 Knoten bis zu 10 Meter dickes Eis durchbrechen kann. Das ist schon krass. 10 Meter dickes Eis. Das müsst ihr euch vorstellen, ne? Sprungturm im Schwimmbad bis zum Boden. So ein Eis kann die durchbrechen. Das ist echt krass. Und 5 Knoten sind knapp 10 km/h. Ich glaube Ja. 9,2 oder so. Ja, also es ist 10 Meter dickes Eis. Das ist crazy. Ein Knoten sind irgendwie 1,8 und ein bisschen. Ja, genau. Ich habe immer so dieses so verdoppeln, dann hast du km/h. So Pi mal Daumen. Als Okay, weiter. ja, weiter. Ja, 180 Meter. Ich war selber tatsächlich noch nie drauf. Die ist, genau, hier seht ihr gerade, 305 Tage im Jahr ist die auf See. Das heißt, die ist sehr selten im Bremerhaven. Und wenn die da ist, dann haben die aber, also ich glaube, so einmal im Jahr gibt es einen Tag der offenen Tür. Das ist dann meistens irgendwie 2 Tage und dann kann man die besichtigen. Ich war da aber noch nie, weil ich immer gehört habe, dass diese Schlange unglaublich lang ist. Ja. Und wenn man zu spät kommt, dann hat man gar keine Chance drauf zu kommen. Und da muss ich gestehen, bin ich ein bisschen zu faul. Aber ich kenne viele Leute, die auf der Polarstern schon oft unterwegs waren. Oh ja, Mosaik-Expedition war auch heftig. Ein Jahr einfrieren lassen quasi, ne? Ja, und vor allem kam halt noch Corona ins Spiel. Ja. Also das ist, da gibt es ich weiß nicht, ob die noch online ist, müssen wir mal suchen. Da gibt es eine sehr gute Doku. Das wurde begleitet. Das war auf ARD, glaube ich, die Doku. Also ich weiß nicht, ob die noch online ist. Warte, ich guck Und mal gerade. Ja. die ist sehr cool. Das ist interessant. Und das ist halt, also ey, die Mosaik-Expedition, crazy. Also ich meine, es ist überhaupt so, ne, für ein Jahr das alles zu planen und so, das ist, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die das im Voraus schon geplant haben. Das ist super crazy. Und vor allem auch das erste Team, ne, die waren im Planet Winter Wissen da. Expedition in die Arktik. Weiß ich, nee, das ist keine Planet Wissen, das war schon so eine einzelne Doch, Suchlache nochmal Expedition selber. in die Arktis vom 9.2.2022, SWR, Planet Wissen, ewiges Eis, Mosaik. Nee, das ist die aber nicht. Es gibt noch so eine lange Doku, die ist aber nicht Planet Wissen, sondern das ist steht für Also, sich selber. nicht, die ist 1 Stunde lang. Ja, vielleicht, ich guck mal rein, ob Das das ewige ist. Eis schwindet. Warte, ich schmeiß es dir in den Schmeiß mal in den internen. Chat. Ja, In kannst auch den, in den achso, ja, allgemeinen ich kann schmeißen. ja in den normalen Chat das einmal Ja. reinschmeißen. Das habe ich hier gefunden, ARD Mediathek. Direkt. Ist auf jeden Fall noch verfügbar bis 2027. Wie schön. Das ist gut. Ja, auf jeden Fall, ne, dieses erste Team, die waren halt dann im Winter da, ne, wo es einfach die ganze Zeit dunkel ist. Es ist arschkalt und es ist die ganze Zeit dunkel. Und immer, wenn die auch raus sind zum Arbeiten und so, ne, nur mit Kopflampe und so, das ist crazy. Also ich glaube, die waren nur einen Monat oder sowas. Und dann das zweite Team, da kam ja dann Corona und dann saßen die halt auf dem Schiff fest. Weil halt niemand, also weil quasi die Ablöse Crew nicht kommen konnte, weil keine Flugzeuge gingen. Also in der Regel ist es so, dass die Polarstern, also die Wissenschaftler steigen quasi nicht im Bremerhaven ein und fahren dann irgendwo hin, sondern die Polarstern fährt erstmal alleine los. Also zum Beispiel, wenn die in die Antarktis fahren, ne? Und dann, weil das dauert halt super lang, das dauert mehrere Wochen, bis die unten ist. Und dann fährt die quasi nach Kapstadt zum Beispiel. Und dann fliegen die Wissenschaftler nach Kapstadt und steigen dann dort in die Polarstern ein und werden da quasi wieder abgeliefert und fliegen dann nach Hause, damit die nicht irgendwie 3 Monate allein irgendwie Fahrzeit haben. Die sind dann in der Regel oft 3 Monate auf dem Schiff. Genau, also es kommt immer auf die Cruises an, aber genau, also ich glaube, so wie ich mitbekommen habe, ist oft so 3 Monate eine Ausfahrt, manchmal auch 1 Monat oder sowas, aber ich glaube, 3 Monate ist so ein bisschen die Regel oder so knapp 2 Monate. Ja, und dann bei Corona saßen die halt da fest, weil eben die Crew konnte nicht
erstmal nicht dahin fliegen und so. Und dann wussten die auch erst nicht, was sie machen sollen. Und dann haben sie, ich glaube, die Sonne, also ein anderes Forschungsschiff, losgeschickt mit der nächsten Gruppe an Wissenschaftler. Und da haben die nach, ich glaube, Spitzbergen oder Tromsø oder so gefahren. Müsst ihr euch die Doku nochmal angucken, da kommt es dann genauer. Um dann quasi so die Übergabe zu machen, weil sie die Wissenschaftler eben nicht einfliegen konnten. Und es war halt dann auch wirklich so, dass denen aber auch der Polarstern auch langsam das Essen ausging und sowas. Und dann kam irgendwie ein russisches Schiff, das die da irgendwie abgeholt oder die Neuen hingebracht hat, abgeholt hat und das Essen gebracht hat oder so. Also es war auf jeden Fall, das war schon spannend damals. Also das war auch, ich habe das halt dann schon auch, also ich kenne auch Leute, die da mit dabei waren und so. Und wir haben das schon alle auch echt mitverfolgt, was mit denen passiert, ne? Also was, die sitzen da fest, man weiß nicht, wie man die da wieder wegholt und so. Denen ist auch langsam der Treibstoff ausgegangen. Also das war schon, ja, gruselig. Also das ist, glaube ich, eine, auch in der Hinsicht eine der spannendsten Ausfahrten, die sie hatten. Ja. Und ich weiß auch noch eine lustige Geschichte. Also das Ding war bei der Mosaikexpedition, war eben die Idee, dass die Polarstern sich einfrieren lässt in der Eisscholle und dann mit dieser Eisscholle eben das ganze Jahr mitdriftet. Und sowas wurde eben vorher noch nie so gemacht. Und genau, dann erstmal haben sie keine Eisscholle gefunden, weil die alle nicht dick genug waren, ne, wegen Klimawandel und sowas. Das war erstmal eine Action, die passende Eisscholle zu finden. Und dann hatten sie die und haben sich da eben reingestellt, festgefroren und dann standen die halt so ein bisschen schief. Und das ist ziemlich problematisch, wenn du ein bisschen schief stehst, weil einfach alles eine Neigung hat und alles vom Tisch rutscht und anscheinend auch beim Duschen das Wasser aus der Dusche Oh nein. rauslief. Und du auch im Bett liegst und liegst immer so ein bisschen schief und da waren sie irgendwie auch so, ja, nee, das können wir jetzt nicht ein Jahr lang so machen. Da mussten sie nochmal ja, noch mal da raus und sich neu ausrichten. Sich einmal Das ist nämlich. losbrechen quasi. Ja, das ist nämlich so, glaube ich, so ein kleiner Fun Fact, der nicht in der Doku oder so kommt. Also den habe ich auch nur als Stories gehört von den Leuten, die mit dabei waren. Ja. Und cooler Typ fragt auch, wie bricht der Eisbrecher denn das Eis? Da ist zwar ein Smiley dahinter, aber wir können es ja mal kurz erwähnen. Naja, mit roher Gewalt. Nein, mit coolen Sprüchen, wie man das so macht. Sehr gut. Ja, ich finde auch, also Olaf, ich muss sagen, ich kann es ja nachvollziehen. Also ich war heute auch am Abi und wir haben natürlich auch das Ding, dass nur 19 Grad sein darf und so. Und bei uns im Büro sind wir noch vorbildlicher. Wir haben nur so 17 bis 18 Grad, weil die Heizung irgendwie gar nicht geht. Es ist einfach, ich sitze da, ich nehme mir eine Wärmflasche immer mit von zu Hause. Alter, ich sitze da mit Wärmflasche. Es ist echt, ey, wenn du am Computer arbeiten musst, du frierst Ja. einfach ein. Das ist einfach 18 Grad, das sind 19 Grad, das ist einfach zu kalt. Das ist nicht geil. Deswegen sitze ich jetzt hier auch auf meiner Couch mit Wärmflasche und dicker Decke. Das ist gut. Ja, wenn man nur sitzt, dann ist Genau. es schon echt. Ja, das ist echt schwierig. Und dann Frauen sind ja auch noch mal ein bisschen kälteempfindlicher und so. Und aber ja, genau. Spaceball sagt, das ist richtig. Wir reden über Polar, damit ihr seht, dass es einfach noch schlimmer sein kann. Ich mach mal hier weiter. Ja. Ja, es sind genau 100 Personen, 44 sind Crew, 55 sind Wissenschaftler. Krass. Das ist echt.
Genau, die Polarstern ist, glaube ich, auch der zweite Link, den ich dir geschickt habe. Man kann die auch live mitverfolgen auf ihrer Ausfahrt. Also jetzt gerade, ich glaube, sie sind gerade wieder auf dem Weg zurück nach Kapstadt. Oh. Polarstern 3D hast du Genau. mir noch geschickt. Scheiße, habe ich dir den anderen Link gar nicht geschickt. Oh, damn it. Nee. Aber muss ich den nochmal suchen. Da kann nämlich, ich sag mal, die Polarstern twittert. Also die haben halt eine Seite und da kannst du immer genau gucken, wo sie gerade ist an dem Ja, Tag. hier, Und kannst du auch so. Meereisportal, wo befindet sich die Polarstern? Und genau, und da posten sie auch jeden Tag, was sie so untersuchen und so. Also so ein kurzer Text kann man sich easy durchlesen. Ist ganz interessant. Also ich lese mir das auch durch, um zu gucken, was meine Kollegen eigentlich so machen. Ach, die Polarstern ab. Ah ja, hier ist so ein quasi ja ein Block, ne? Und da sieht man, wo sie gerade sind. 14. Dezember, 20 Uhr. Genau, mit so einer Karte. Ja. So, ist das das? Ja, genau, kannst du dann Weil in dieses erstmal, Ding ich schmeiße es in den reinschreiben. Chat, aber ich zeige es jetzt auch Ja. gleich, ich zeige es jetzt auch gleich direkt einmal an. Weird Beat, den allen geht's super, aber sie, ich komme gerade nicht hin. Und ich will nicht aufstehen, weil ich bin gerade so schön eingekuschelt in meiner Decke. Ja, genau, das meinte ich andere. Ja, also okay, kann man Genau, und da kann man jetzt reinzoomen. zum Beispiel. Genau, und da kann man das auch schön sehen, ne? Ich meine, da ist Kapstadt, ne? Da haben die gehalten, da sind die Wissenschaftler mit drauf gekommen. Genau, und das ist die Tour. Und jetzt sieht man auch, dass die sind auf dem Rückweg, ne? Die fahren jetzt wieder nach Kapstadt. Da werden die Wissenschaftler wieder abgeladen. genau, damit die nach Hause fliegen können, damit sie zu Weihnachten zu Hause sind. Und die arme Crew, die müssen auf dem Schiff bleiben. Und die fahren dann wieder zurück nach Bremerhaven. Und ich weiß nicht, was dann geht. Ich weiß nur, dass im Mai, also genau, ich glaube, die fahren nach Bremerhaven, dann wird quasi ausgeladen und wieder neu eingeladen. Und ich glaube, im Mai fahren sie dann wieder zum Hausgarten, in die Arktis. Und dann ist, glaube ich, danach wieder ein Antarktis-Trip angesagt. Oder so. Genau, aber ja, deswegen, die ist immer zwischen den Polen unterwegs. Das ganze Jahr über. Ziemlich krass. Und jetzt wird halt gerade, also wird noch nicht, aber die Polarstern 2 ist jetzt eben in Planung und soll eigentlich sehr schnell gebaut werden. Und da ist vor allem das Ding, dass die halt auch also nachhaltig gebaut werden soll. Und das ist nicht so einfach, was den Treibstoff und so anbelangt, weil die ja eben so viel PS braucht und so viel Kraft braucht als Eisbrecher. Und eben auch diese langen Strecken hat. Und deswegen hast du dann eben mit so anderen, oh Gott, ich kenne mich da nicht richtig aus, aber mit diesen anderen Kraftstoffsystemen das Problem, dass du irgendwie viel mehr mitnehmen musst davon und dass das ein Problem ist wegen den Tanks und so. Also ich bin mal gespannt, wie sie es lösen am Ende. Aber das ist gerade ganz heißes Thema, wie man die Polarstern 2 also grün macht. Ah, okay, ja, also nicht mehr mit normalem Schiffsdiesel. Genau. Quasi. Ja. Genau. Genau, das, weil nämlich es wurde auch gerade ein neues Forschungsschiff, die Uthuren 2, eingeweiht und die hat eben so ein, ich weiß nicht, ist es so ein Methan oder sowas, Gas auf Es Methan, kann kann das gut sein? sein. Dass sie auf Methangas oder so läuft und dadurch halt eben viel klimafreundlicher ist. Und dafür braucht die irgendwie so einen Riesentank. Und das ist aber halt ein relativ kleines Forschung. Das ist schon auch groß, aber nicht, also kein Vergleich zu Polarstern. Methanolantrieb, ja genau. Methanol, ja, absolut. Die Genau, das U-Turn aber irgendwie 2. das. Genau, aber da ist wohl halt das Problem, dass man eben so einen großen Tank braucht und dass das deswegen für die Polarstern sehr schwierig wäre. Der Kernreaktor, dazu kommen wir auch noch heute. Genau, aber jetzt machen wir noch zum Abschluss mit der Polarstern. Gibt es ja so ein schönes Quiz, was ich gefunden Oh habe ja. heute. Und das Also machen wir jetzt erstmal mal gibt es hier noch zusammen. so eine Ah ja, 3D, dass man stimmt. sich das angucken kann. Stimmt. Happy Birthday, ach geil. Süß. Ach, das habe ich gar nicht gesehen, dass sie da. Sie haben auch auf dem Schiff gefeiert. Sie haben auch eine kleine Party gemacht. Ganz süß. Genau, ihr seht da, die Polarstern kann bis zu 2 Helikopter dabei haben, tatsächlich. Abgefahren. Ist auf jeden Fall auch krass.
Ja, ich Und teile mal genau. dieses hier, dieses 3D-Dingsi-Bumsi. Genau, teilt es mal, da könnt ihr euch so ein bisschen, da kann man sich ein bisschen durchklicken, ist jetzt auch nicht so ein Riesending, aber ist ganz cool, um mal zu gucken. Aber wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht so viel erzählen, weil ich selber auch noch nicht da drauf war. Wir So, und können, wir jetzt drehen das mal auf die Quiz. andere Seite. Drehen wir auf die andere Seite. Ich kann eine Seite, Sache vielleicht noch kurz erklären. Genau, da bei der 7, wenn du da draufklickst, macht er, glaube ich, einen Zoom. Oder? Nein, okay. Ja. Genau das, weil vielleicht das sieht man öfter mal. Das sind CTD und diese, damit misst man Temperatur, also Salzgehalt und Druck des Wassers und man nimmt Wasserproben, also diese grauen Flaschen, damit nimmt man Wasserproben und da sind eben mehrere dran und dann lässt man dieses Ding ins Wasser und dann hält man immer an verschiedenen Tiefen, die man vorher halt definiert, ne, was man haben will. Meinetwegen, keine Ahnung, 5 Meter, 15 Meter, 30 Meter oder so. Und dann hält es halt eben auf 5 Meter und diese Flaschen sind offen und dann schnappt eine davon zu. Und dann hast du Wasser von 5 Metern und dann geht das Ding weiter auf 10 Meter und dann drückst du auf den Knopf und schnappt, dann geht eine Flasche zu und hast du Wasser von 10 Metern. Ah, Und okay. genau, dann gehst du so runter und dann holst du das hoch und dann kannst du eben das Wasser aus diesen einzelnen Flaschen rausholen und hast dann eben genau das Wasser aus dieser tiefen Schicht. Also quasi wie ein Eisbohrkern in ungefrorenem Eis. Ja. Also, ja. 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 Könnte man so sagen. Genau. Nur mal so, weil das ist dieses CTD mit den Nisken-Flaschen, das sieht man oft auf Fotos und deswegen wollte ich mal kurz Okay, ja. erklären, was das ist. Jetzt machen wir das Quiz. Ich bin sehr gespannt. Gibt hier auch noch Ich ein auch. Quiz der Polarstern. Für 40 Jahre Polarstern. Was war das durchschnittliche Alter der Wissenschaftlerinnen während der Mosaikexpedition? Oh, das ist schwierig. Wird auf jeden Fall älter sein, also weil auch die Plätze auf der Polarstern sind begrenzt, ne, 55 Leute nur. Die Plätze sind sehr gefragt und in der Regel sind da eher erfahrenere Wissenschaftler drauf. Also so als Bachelorstudent oder so kommt man da nicht drauf. Ja, ich tendiere zu C. Deswegen, ja, würde ich auch schätzen. Deswegen würde ich eher ein höheres Alter. Ja, 39 finde ich realistisch. 49 ist schon ein Ist bisschen zu alt. alt, weil bei Ja. 49 hat entweder bist du entweder entfristet oder das Wissenschaftszeitgesetz hat zugeschlagen. Aber ne, okay, es ist ja der Durchschnitt. Aber ja, Der ich würde Durchschnitt. 39 Ja. sagen. Ja. Yay, yippie, richtige Antwort. Mit Der Chat 389 Tagen war GPT. die Mosaikexpedition die längste Polarstern-Expedition ohne Hafenlauf. Insgesamt waren 442 WissenschaftlerInnen mit 37 Nationalitäten an der Expedition beteiligt. Das Durchschnittsalter der Teilnehmenden lag bei 39 Jahren. Der Einsatz welches ozeanographischen Instruments ist nur möglich, wenn das Schiff steht? Gott, mal gucken, ob ich die Ex, überhaupt kenne. XBT, Expendable Bathy Thermograph, Thermograph, der Kastengreifer Kastengreifer, Triaxus, ich weiß auch nicht, was das ist. oder das Bongonetz. Das Bongonetz, Ich bin ich für das weiß auch. Bongonetz. Das Bongonetz finde ich großartig. Ich weiß, du magst den Namen, aber ich glaube nicht. Netz, das zieht man in der Regel. Nee, Netz glaube ich nicht. Ich weiß nicht, was Triaxus ist. Triaxus ist vielleicht irgendwie auch eins von diesen Greifarmen oder also von diesem, was wir da gesehen haben. Kastengreifer. Ich glaube, das ist expendable, weil man das expenden muss. Ah, keine Ahnung, ist auch einfach nur geraten. Also das XBT. Also haben wir beide einen Altersdurchschnitt von 39? Könnte sein, ja, ich glaube. Das kommt fast hin. Wie alt bin ich denn? Naja. Muss kurz über na kurz nachdenken. Ich glaube, wir sind mit dem Altersdurchschnitt. Es könnte noch so gerade noch 39 sein. Ich kann auch nicht mehr rechnen. Nee, das ist noch 39. Okay. Sehr, sehr gut bemerkt, Whippy.
Ja, warum waren wir nicht auf der Mosaikexpedition? Achso, weil wir jetzt erst 39 im Durchschnitt sind. Also ich nehme XBT. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was das ist. Aber Leider das ist die noch gut. falsche Antwort. Der Aber was ist das Richtige? Kastengreifer ermöglicht Forschenden, Sedimentschichten am Boden der Ozeane zu beproben und zu untersuchen. Ja, macht Sinn, dass man das nur im Stehen macht. Aber was ist der Ja. XBT? Keine Ahnung. Das werden wir nie erfahren. Nie. Ja. Polarfuchs, was steckt hinter der tierischen Bezeichnung? Das Hm. erste Beiboot der Polarstern, die Hauskatze an Bord, ein Messgerät an Bord, mit dem Schneeproben analysiert werden können, das Polarstern-Maskottchen. Also ich habe noch nie davon gehört, dass es eine Katze auf der Polarstern gibt. Glaube ich Dementsprechend, auch das hat nicht. mir hundertprozentig jemand erzählt. Maskottchen habe ich auch noch nie mitbekommen. Ich würde sagen, das Beiboot. Würde ich auch sagen. Der Chat sagt auch A. Sehr gut. Ja. Yippie, richtige Antwort. Die Schwarmintelligenz. Polarfuchs wurde 1982 als Laborbeiboot für Polarstern gebaut, 1996 aber von Bord genommen und durch ein moderneres Boot ersetzt, das sich bei Seegang nur schwer aussetzen ließ und nicht die Anforderungen an ein modernes Rettungsboot erfüllte. Aufgrund seines Aluminiumrumpfes eignet es sich außerdem nicht so gut für Arbeiten im Eis. Okay, das ist die neue Polarfuchs. Warum vereist das Arbeitsdeck an manchen Stellen nicht? Ein spezieller Fußbodenbelag absorbiert bei Kälte die Feuchtigkeit und verhindert somit die Vereisung. Bei niedrigen Temperaturen werden auf dem Arbeitsdeck Heizlüfter aufgestellt. Das glaube ich nicht. Bei jeder Fahrt in polare Regionen übernehmen mitfahrende Wissenschaftlerinnen den Streudienst an Bord. Das ist eine schöne Idee. Es ist möglich. Eine eingebaute Fußbodenheizung verhindert die Vereisung des Decks. Ich würde mal D tippen. Oder A. Ja, oder A. A. Was sagt der Chat? Der Chat A, ist A, sich D, un D. A, es tendiert eher zu D als zu A. Na, es ist aus, ist fast aus, nee, jetzt nicht mehr ausgeglichen. Ich hätte gesagt, spezieller Fußbodenbelag, weil eingebaute Fußbodenheizung verhindert das Vereisen des Decks. Das kostet unglaublich viel Energie. Da würde ich lieber versuchen, Feuchtigkeit zu absorbieren, als das wegzuheizen. Ob das geht, ist von 1980. Naja, aber der Chat sagt die. Also nehmen wir doch mal die, wenn der Chat das sagt. Wir probieren D. Wow! Das ist doch Ihr richtig. habt total recht. Ich hätte es nicht gedacht. Damit auch Der bei Publikumsvoter. Minustemperaturen sicher gearbeitet werden kann, ist das Arbeitsdeck der Polarstern beheizbar. So bleibt es auch bei niedrigen Temperaturen eisfrei. Okay, nur das Arbeitsdeck. Okay. Ist es eine eingebaute Fußbodenheizung oder eine ausgebaute Isolierung? Nee, es ist tatsächlich eine eingebaute Fußbodenheizung. Aber schönes Wortspiel, The Real Panzer, und schönen guten Abend. Und Weirdbeat XBT, wofür die Abkürzung steht, das stand auch in dem Quiz, dass es für Expandable Bathy Thermograph steht. Aber wir hätten gern gewusst, was es tut, weil das gar nicht erklärt wurde im Quiz. Deswegen Ich hatten meine, ja, wir. also Bathymetrie ist ja so Meeresbodenvermessung. Ich weiß Ah, okay. aber nicht, was Thermograph dann ist. Und warum expendable? Ja, und warum Okay. Expandable? Was ist das Krähennest und die Monkey Island? Oh. Namen für zwei Lagerräume, Spitznamen für die beiden Gemeinschaftsräume an Bord. Spitznamen für den Kiosk und den Sportraum, eine kleine hochgelegene Plattform und ein Spitzname für das Peildeck. Ich weiß es tatsächlich, deswegen dürft ihr es raten. Es wird D, B kommt hin, D, D haben wir.
Wir sind zwischen B und D gespalten. So, der nächste im Chat darf es bestimmen. Bist du das Zünglein an der Waage? Ah, hier Weird Beat schreibt, dass das ist einfach ein Thermometer, dass die Wassertemperatur in unterschiedlichen Tiefen ist. Ja. Alles klar. Beidwelt war schneller als Horsti und hat eine D rausgehauen. Ja, ist doch richtig. D ist tatsächlich richtig. Eine kleine, hochgelegene Plattform und ein Spitzname für das Peildeck. Das Krähennest ist eine hochgelegene Plattform und ein beliebter Ort für Walbeobachtungen und zum Anbringen von Luftmessgeräten. Der Spitzname Monkey Island stammt vermutlich noch aus Zeiten, als sich der Ort zur Peilung auf Segelschiffen zwischen den Masten befand und die Crew an Seilen hochklettern musste. Geil, und Ah. daher kommt der Name für das Spiel. Das wusste ich auch nicht. Wahrscheinlich dann auch. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, der Name, dass die quasi vom Spiel her den Namen dort vergeben haben, aber der Name vom Spiel kommt wohl eher von dem Schiffsteil. Ja. Hier noch, kann ich auch noch einen kurzen Fun-Fact, weil jetzt gerade in der Frage auch kam, der Kiosk. Also es gibt tatsächlich einen Kiosk auf der Polarstern. Und da habe ich auch immer gehört, dass vor allem gegen Ende immer die Schokolade zur Neige geht oder Na ausgeht. klar. Das Schokolade ist hochgefragt. Und was vielleicht auch so ein bisschen interessant ist bei so Ausfahrten, also mit Expeditionsschiffen rausfahren, das nennt man Ausfahrt. Nicht Expedition, sondern Ausfahrt. Warum auch immer. Und bei Ausfahrten von deutschen Schiffen gibt es Alkohol. Aber bei anderen Ländern gibt es das nicht. Also wenn das zum Beispiel amerikanische Schiffe sind, gibt es keinen Alkohol. Also da ist das 3 Monate, haben die keinen Alkohol. Kannst du halt auch nichts kaufen und so, aber die Leute schmuggeln dann natürlich was rein. Genau, und das nennt sich dann trockene Fahrt, wenn es keinen Alkohol gibt. Genau, deswegen sind dann die Fahrten nicht so beliebt von amerikanischen Schiffen zum Beispiel. Oh Mann, deswegen wollen alle immer mit der Polarstern mitfahren, weil die haben Schluck dabei. Krass. Kleine Inside-Infos. Probleme der Wissenschaftler-Expedition. Ja, soll ich Boah, ich mal glaube. vorlesen oder? Ja, kannst du machen. Also, wir müssen jetzt ja auch nicht, ne? Das sind 21 Fragen, sehe ich. Die müssen wir jetzt nicht alle Oh ja. durchgehen. Ja, Das auf ist jeden vielleicht dann Fall, ein ich bisschen schmeiß mal problematisch. den. Habe ich den das Quiz schon in den Chat geschmissen? Ich glaube schon. Ich mach's noch mal. Nee, stopp nicht. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, da auch mitraten. Das ist zum Geburtstag der Polarstern. 40 Jahre Polarstern, kann man da Dinge tun. Ja, und die haben das, finde ich, sehr informationsreich. Und Weirdbeat, danke schön, dass du uns XBT erklärt hast. Also, Auf ja, jeden Fall. Julia hat es eben auch gerade kurz schon vorgelesen. Ja, okay. Wollen wir dann weitermachen und uns mal Ja. mit den Wissenschaft-News auseinandersetzen? Hab Sehr keinen. gerne. Kein Käffchen mehr. Ja, dann mache ich mal kurz. Ich habe hier mal den Ton ausgemacht, weil da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir nicht eventuell Ärger bekommen, wenn wir das mit Ton Ja. abspielen. Aber das hier, normalerweise dürfte das nicht der Fall sein, weil alles, was von Regierungsorganisationen der USA gemacht wird, geht eigentlich sofort in die Public Domain. Aber bei YouTube bin ich mir trotzdem nicht sicher, ob die das mit der Musik so drauf haben. Aber das hier ist jetzt quasi, ich lasse es mal laufen, halte zwischendurch an und sag was dazu. Das ist auf jeden Fall ein Video der NIF, das ist die National Ignition Facility, also quasi die nationale oder die nationale Zündungseinrichtung der USA. Ich finde den Namen einfach großartig. Am 5. Dezember 2022 im Lawrence Livermore National Laboratory National Ignition Facility wurde Geschichte geschrieben. Es wurde zum ersten Mal Fusionszündung. Zum ersten Mal Fusionszündung im Labor demonstriert. Und das ist der Knackpunkt, was es eigentlich ist, also diese Fusionszündung.
Ja, also Fusionszündung ist eine Sache, die sehr, sehr kompliziert. Hier sieht man jetzt gerade, sieht man gerade mal, ich gehe noch mal ein Stück zurück. Hier kann man die Kammer sehen, in der das passiert ist. Das ist so ein Ball mit sehr, sehr vielen Fenstern und runden Platten. Das gucken wir uns gleich noch mal an. So, da in den 60er Jahren haben die schon angefangen mit Lasern und Sachen. Also die zünden nicht nur Dinge an, sondern die machen auch ganz, ganz viel Laserphysik und Photonik und hast du nicht gesehen? Laser. Hä? Laser. Ja, Laser, Piu Piu. Genau, und Fusion ist halt auch eins der Sachen, die die versuchen dort zu machen. Und sie versuchen in ihrer Kammer, die sie da gebaut haben, in einer Fusionskammer, indem sie mit Lasern, mit 196 Lasern auf eine sehr, sehr kleine Kapsel schießen, was hier gerade gezeigt wird, haben sie eine Fusionsreaktion gestartet. Und hier sieht man übrigens die Halle mit den Lasern. Das ist so groß wie zwei Sporthallen, das ist nur die Laser. Und Alter. die Nachrichten waren halt, sie haben es geschafft, ein Pellet aus, also so eine kleine Probe aus Deuterium und Tritium, also das ist schwerer und überschwerer Wasserstoff, zu fusionieren. Das heißt, es ist Helium dabei entstanden. Und das, was an Energie rausgekommen ist, war mehr, als sie an Energie reingesteckt haben. Das heißt, das ist dieser Punkt, wo man von Fusion zünden spricht. Nämlich dann, wenn eine Fusionsreaktion mehr Energie produziert, sodass sie halt quasi brennt, in Anführungszeichen. Also mit einer Flamme hat das nichts zu tun, sondern Ignition oder Zündung heißt einfach, dass so viel Energie entsteht, dass die Fusion von der Energie selbst aufrechterhalten werden kann. Das ist der Witz an der Sache. Und das ist denen zum ersten Mal gelungen mit einem, naja, sehr interessanten Aufbau. Also, da kann man jetzt sagen, so, oh, sie haben das erste Mal mehr Energie rausbekommen, als sie reingesteckt haben. Das ist halt so ein bisschen schwierig, also eine problematische Aussage, weswegen das so ein bisschen in der Presse auch hochgehypt wird. Es ist teilweise eine wirklich gute Nachricht und faszinierende Wissenschaft, die dahinter steckt. Aber das heißt nicht, dass wir in 2 Jahren anfangen können, das erste Kraftwerk zu bauen. Und schon gar nicht. Das, was Sie da gemacht haben, wird niemals Teil eines Kraftwerks oder Stromerzeugung sein. Weil Sie können das alle 24 Stunden höchstens einmal machen. Und da ist nicht viel Energie rausgekommen. Also, wenn du wirklich Strom damit erzeugen würdest, dann würdest du das gerne viele 100 oder 1000 Male machen. Genau, ich gucke jetzt erst einmal gerade in den Chat. Ich habe im Augenwinkel gelesen. Ja, in 10 Jahren ist das Kraftwerk fertig. Nein, nein, um Gottes Willen. Also, das ist der Knackpunkt. Das wurde jetzt im Chat schon gesagt. Dann kann ich es auch erzählen. Das, was sie gemacht haben, ist, sie haben halt ungefähr 2 Megajoule Licht reingesteckt. Und die Fusionsenergie, die rausgekommen ist, waren 3 Megajoule. Also die Laser haben 2 Megajoule an Energie reingesteckt. Das Problem ist, das ist die reine Lichtenergie. Wenn du jetzt an der Steckdose gemessen hättest, dann haben diese Laser aber nicht so viel Strom verbraucht, sondern ungefähr das 200-fache an Strom haben die Laser verbraucht. Das ist halt, ne, also es ist zum ersten Mal halt mehr Energie netto, das, was du am Experiment machst, rausgekommen, als du reingesteckt hast. Das heißt noch lange nicht, dass die Stromrechnung damit aufgefangen werden könnte, selbst wenn du die Energie noch nie nutzen kannst. Aber das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Das wurde seit mehreren Jahrzehnten probiert. Und wie die das gemacht haben, das kann ich auch mal hier zeigen. Genau, das ist so eine
Das ist der Versuchsaufbau. Dieses Pellet hier in der Mitte, also das ist quasi eine ganz kleine Kugel, die hat ist kleiner als eine Erbse. Da drin, das ist präpariert, da drin sitzen, da drin wurde, wurden Deuterium und Tritium präpariert. Also schwerer und überschwerer Wasserstoff. Warum? Hier. Das ist die Kugel. Das hier, da wollte ich später zu kommen. Das ist diese Reaktionskammer. Ja. Ja, die ist ja riesig. Okay, die schaut aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Ja, ist total geil, das Teil, ne? Mhm. Und die in diesem. Und warum hat das so viele Röhren? Weil in der Mitte von diesem Ding, von außen, irgendwie müssen die Laser da ja rein. Irgendwie müssen 196 Laserstrahlen, die genau auf das Zentrum ausgerichtet sind, in diese fucking Kugel rein. Und das ist die Kugel. Ich zeige euch mal, hier gibt es super viele Fotos. Ich zeige euch mal. Das hier ist eine Stufe der Laser. Man kann das nur schlecht erkennen, wie groß das ist. Aber vielleicht zum vielleicht um einen Eindruck davon zu bekommen, wie groß das ist, ist diese grüne Reling, die hier rumgeht, ne? Die würde Julia und mir zur Brust gehen. Und das ist ein Teil der Laserverstärkung. Ich glaube, das beste Bild ist immer noch dieses hier. Das hier ist die Stromversorgung der Pump, der Laserpumplampen. Also das sieht alles aus wie Starkstromkabel. Das sind alles Starkstromkabel. Es sind mehr als 160 Kilometer von Starkstrom oder Hochspannungskabel. Bringen die Energie für 7680 Blitzlampen. Mit Blitzlampen werden die Laser in dieser Einrichtung halt gepumpt, also zu einer höheren Leistung nach oben gepusht. Also damit man sich das ausmacht. Ja, ist total wahnsinnig. Und hier ist mal so ein schönes Bild, wie das denn aussieht, wenn, also das ist, da kann man so einen Eindruck bekommen. Ich glaube, das ist nicht die Kammer, sondern das ist was anderes, wo nochmal irgendwie Laser aufeinander treffen. Beziehungsweise das ist das ist ein Preamplifier. Also das ist noch nicht die Kugel. Das hier ist etwas, wo erste Laser, die hier durch diese Röhren laufen, kombiniert werden und vorverstärkt werden. Also das ist eine abgefahrene Einrichtung. Diese Einrichtung ist nicht so praktikabel, also und in der Mitte von dieser Kugel steckt dieses Ding hier. Das ist, diese Kugel hier in der Mitte ist so groß wie eine Erbse, diese Röhre ist so. Ja? Das ist der Fluxkompensator. Nee, das ist der, der Hohlraum. Tatsächlich heißt das auf Englisch auch Hohlraum, also H-O-H-L. Benannt, ich weiß nicht genau, ob es tatsächlich nach jemandem benannt ist, der hohl heißt, oder weil es in der Atomphysik ganz, ganz viele Worte gibt, die auf Deutschen beruhen. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist das Gold und Kupfer. Ich weiß, also es gab da mehrere, sie haben da mehrere Versionen von. Und auf die Oberfläche von diesem leitenden Ding werden die Laser draufgeschossen, optisches Licht. Die erzeugen dann im Inneren Röntgenstrahlung, also es ist ein mehrstufiger Prozess. Diese Laser geben Energie rein. In diesem Ding wird erstmal aufgeheizt und es entsteht Röntgenstrahlung. Die Röntgenstrahlung wird so von den Lasern fokussiert, dass ein Strahlungsdruck entsteht, der diese Kugel zusammenpresst und für eine Fusion, wenn du Atome miteinander fusionieren möchtest, in diesem Fall Deuterium und Tritium, brauchst du sehr hohe Temperaturen und sehr hohe Drücke, dass sich diese beiden Kerne tatsächlich so weit annähern können, dass sie die elektrostatische Abstoßung, die Coulombkraft, überwinden und quasi die starke Kernkraft zum Einsatz kommt. Und dann fusionieren die Kerne zu einem Helium-4 und ein freies Neutron kommt dabei raus. Und das hat sehr, sehr viel Energie.
Also dieser Laserstrahl wurde für Nanosekundenbereich wurde diese hohe Energie auf diese Hülse abgegeben und in noch kürzerer Zeit, in ich glaube Pikosekunden, also sie sagen in der Pressemitteilung, in der Zeit diese 3 Megajoule Energie aus diesem Pellet hier sind entstanden in einer Zeit, in der das Licht ein Inch zurücklegt. Also eine sehr, sehr kurze Zeit kam da halt tatsächlich sehr viel Energie raus. Warum kommt da Energie raus? Das hängt mit der Quantenmechanik zusammen. Das wollte ich zeigen, genau. Wikipedia-Bild. Hier oben haben wir Deuterium. Deuterium ist nichts weiter als ein Wasserstoff mit einem Neutron. Das ist ist immer noch ein stabiles Wasserstoffisotop. Das hat halt nur ein Neutron, deswegen nennt man es schweren Wasserstoff. Und Tritium, das sind 2 Neutronen, die an dem Wasserstoff dranhängen. Das ist radioaktiv. Das hat eine Halbwertszeit von 12 Jahren. Jahren oder Tagen? Ich verwechsel das immer. Auf jeden Fall ist das hier radioaktiv, nicht stabil und zerfällt. Ich glaube Jahre. Genau, das hier ist schwer herzustellen, aber auf jeden Fall sind das 2 Wasserstoff-Isotope und das hat die beste, hat das, be die best das beste Ergebnis quasi. Da kommt am meisten Energie raus. Und wenn die beiden fusionieren, das heißt also, man Temperatur und Druck so hoch bringt, dass die sich so weit annähern, die beiden Kerne, dass sie dass sie so nah sind, dass die starke Kernkraft quasi aktiviert wird. Die starke Kernkraft ist die Kraft, die Neutronen und Protonen in jedem Atomkern zusammenhält. Wenn diese beiden Kerne sich so nah annähern, dann fusionieren sie. Und zusammengenommen ein Deuterium und ein Tritium von ihrem Gewicht sind schwerer als ein Heliumatom. Ein Heliumatom plus das Neutron. Also die hier sind schwerer als das, was unten rauskommt. Und diese Differenz in der Masse ist das, was ihr hier seht, 3,5 MeV und 14,1 MeV. MeV ist eine Einheit, die wir Physiker gerne benutzen. MeV ist kurz für Megaelektronenvolt. Im Prinzip eine Energie. Also ein Elektronenvolt ist die Energie, die ein Elektron bekommt bei einem Potentialunterschied von einem Volt. Und Megaelektronen, also es ist schon relativ viel. Vor allem, das kommt ja aus einer Fusionsreaktion zwischen 2 Kernen raus. Wenn man das öfter macht, dann kommt da mehr raus. Wenn man sich Kernspaltungsenergien anguckt, dann sind die Kern, kommt bei einer Uran-Kernspaltung oder sowas, irgendwie sowas wie 1,7 oder 2 MeV raus. Hier kommen 3,5 plus 14,1 MeV raus. Aus einer Spaltung kommt längst nicht so viel Energie raus wie aus einer Fusionsreaktion. Genau, deswegen machen die das. Aber die machen das halt in so einer Einrichtung mit diesem abgefahrenen Ball. Also ich hole den nochmal her. Das ist von Ja, diesem. jetzt meinte auch gerade jemand im Chat, das ausschaut wie so ein Steampunk, heißt das bei dem. Ach ja, Olaf hat das gesagt, ja, finde ich sehr treffend. Hier ist nochmal eine Innenansicht, als das Ding montiert wurde. Das ist die Target Chamber. Okay. Ja, es sieht abgefahren aus, aber das ist nicht dafür gemacht, in irgendeiner Form das zu betreiben als Reaktor. Nee, Es ist. sondern da wurde das Prinzip zum ersten Genau. Mal bewiesen. Genau. Also, dass sie tatsächlich das hinbekommen, so, das so zu komprimieren. Es gibt Ja, das ist mittlerweile, total abgefahren. ja, es gibt mittlerweile noch andere Ansätze. In Großbritannien steht eine Einrichtung, die haben eine mehrstufige Gaskanone. Die schießen ein Projektil, also tatsächlich quasi eine Gewehrkugel. Also das Ding ist ein paar hundert Meter lang und du hast dann mehrere Stufen. Also es ist nicht eine Pulverladung, die gezündet wird, sondern es ist quasi ein Geschoss, was quasi wie eine mehrstufige Rakete nach vorne geballert wird. Und das hat dann 70 Kilometer pro Sekunde, oder? Nee. Ja, doch. Also sehr, sehr hohe Energie. Und dieses Projektil schießen die auf so ein Pellet. Und da haben sie es auch schon hinbekommen, dass Fusion passiert.
Aber du kannst ja auch vorstellen, das ist auch nicht etwas, was du kontinuierlich betreiben kannst. Du kannst ja, also, ne? Da wurde auch ein ähnliches Prinzip, aber die haben es noch nicht zur Ignition geschafft, dass sie also mehr Energie rausbekommen, als reingesteckt haben, als sie reingesteckt haben. Ja, ich will da mal ganz kurz noch hier auch auf den Kommentar. Ja. Genau, 12 Jahre, ich habe es auch gerade nachgeschaut, 12 Jahre war die Ach Gott Halbwertszeit. sei Dank, also nicht 12 Tage. Super, Dankeschön. Genau. Genau, weil hier nämlich von Auntie Jo kommentiert wurde mit, und dann kam die Energie von einer Tafel Schokolade raus, Punkt, Punkt, Punkt. Was stimmt, aber du darfst halt nicht vergessen, dass das eine Fusion war von zwei Atomen, ne? Die so unglaublich klein sind. Und dann kommt die Energie von der Tafel Schokolade raus. Das ist ganz schön krass. Naja, ich war MEV, mir fällt es schwer, das auszurechnen. Warte mal gerade. Oh. Ich kann Stimmt es. schon. Was? Das stimmt schon mit der Tafel Schokolade. Ein Megaelektronenvolt. Also zusammen sind es 15 Megaelektronenvolt. Das sind. Nee, das ist nicht eine Tafel Schokolade, das ist deutlich weniger. 15 Megaelektronenvolt, MEV, sind Aber 2, was? du hast am Anfang von 2 Megajoule gesprochen. Ja, Das war genau. der Knoten. Aber das war die ganze Probe in dem Pellet. Das waren nicht zwei Atome. Das waren sehr viele Atome. Okay, ja. Das waren sehr Okay. viele Atome, genau. Also Alles klar. fünf, ich habe jetzt gerade kurz umgerechnet. 2 Megaelektronenvolt sind 2,4 mal 2,4 Picojoule. Also 2,4 mal 10 hoch minus 12 Joule. Sind 15 Megaelektronenvolt. Okay. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist aus zwei Kernen, ja, aber genau. Anyway, dann waren es halt mehrere Atome. Ja, es waren sehr viele. Es ist Genau. trotzdem viel. Ja, es ist trotzdem viel. Es ist trotzdem viel. Ah, Tritium sind diese leuchtenden Schlüsselanhänger. Ich kenne die leuchtenden Schlüsselanhänger. Ja, soll circa 12 Jahre leuchten, genau. Das ist tatsächlich so eine schöne Sache. Und das Spannende ist, weswegen es jetzt auch so wichtig ist, wo habe ich es? Da, dass diese Reaktion hier benutzt wird. Ne? Ich habe eben schon gesagt, Tritium ist sehr, sehr selten. Also ist sehr, sehr teuer. Ist es tatsächlich auch. Und es gibt halt, man muss halt Tritium bisher in Kernreaktoren herstellen. Beziehungsweise du Aber man hast. macht Schlüsselanhänger draus. Ja, das weiß ich nicht genau, wie das mit den Schlüsselanhängern funktioniert. Das ist nicht komplett reines Tritium. Da brauchst du, glaube ich, nur sehr, sehr wenig. Aber die Schlüsselanhänger sind auch selber teuer. Ah, okay. Aber ich bin mir nicht sicher, wie die Preise sind für Tritium. Es ist halt schon teuer, aber nicht, es ist vor allem nicht so viel da. Also du hast halt irgendwie im Bereich von Kilogramm bis Tonne pro Jahr gibt es auf der Welt Tritium. Aber wenn du zum Beispiel einen Reaktor betreiben würdest, dann bräuchtest du sowas wie jeden Tag ein halbes Kilo Tritium. Und das wäre nur ein Reaktor. Und ein Reaktor macht dann vielleicht, ist dann halt, na, ist wie ein großes Kraftwerk, könnte man sagen. Damit kannst du nicht ein Land versorgen. Du brauchst ein paar mehr Fusionskraftwerke. Und ein halbes Kilo Tritium am Tag ist dann halt schwer zu machen. Aber deswegen fokussiert man sich auf diese Reaktion. Also nicht nur deswegen. Es gibt viele andere Vorteile. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kernfusion zu machen. Hier haben wir mal, das ist von Wikipedia, hier gibt es so mehrere Varianten. Hier ist D ist für Deuterium, T ist für Tritium. Das habe ich eben gesagt. Es gibt noch Deuterium, Deuterium. Die sind hier alle weniger wahrscheinlich, die da drunter kommen. Ja, also. Und auch einige sind ein bisschen, sind genauso energiereich, einige sind weniger energiereich und so weiter und so fort. Was das Spannende ist, ist, dass hierbei ein Heliumkern entsteht und ein schnelles Neutron. Also das schnell, weil es hat sehr viel Energie. Helium ist ein Gas, von dem wir nur begrenzt haben. Die meisten Leute wissen das vielleicht nicht, aber Helium ist tatsächlich eine nicht erneuerbare Ressource.
Also jeder der Heliumballons, der den möchte ich gerne hauen, weil wir brauchen Helium zum Kühlen unserer Spulen in MRT-Geräten und für die großen Beschleuniger, weil Helium, wir kriegen nicht mehr Helium. Und wenn wir tatsächlich so Fusionsreaktionen machen würden, dann wäre das der erste Schritt, dass wir wieder Helium herstellen können. Helium ist flüchtig und das ist halt begrenzt vorhanden auf der Erde. Und wir kriegen schnelle Neutronen. Und mit diesen schnellen Neutronen wird versucht werden, und da gibt es dann die ersten Testreaktoren, die quasi versuchen, eine nachhaltige Fusionsreaktion aufrechtzuerhalten. Entweder ist es ein Stellarator, so einer steht in Greifswald, das ist der Wendelstein X7. Ein Stellarator hat so ein verdrilltes, ist wie ein Donut angeordnet, oder Tokamak-Anordnung, ist auch wie ein Donut, aber die magnetischen Felder da drin sind anders. In diesem Donut ist ein großes, ein starkes Magnetfeld und Plasma, sehr heiß gemachtes Gas, kann dort im Kreis hoffentlich gefangen gehalten werden. Und Neutronen können an die Wände dieser Reaktoren dranknallen und dort kann man Beryllium-Platten haben. In Beryllium kann man dann auch Wasserstoff vorhalten und hoffentlich diese Neutronen einfangen und dort Tritium herstellen. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, wie das genau funktioniert, aber theoretisch wird gerade daran geforscht oder daran gearbeitet und da wird in Frankreich, in Südfrankreich gerade ITER gebaut und der soll so ein Donut-Design, Tokamak-Design sein, wo in der Mitte Plasma in einem Magnetfeld ist und außen in den Wänden quasi mit den Neutronen, mit den schnellen Neutronen, A, die Energie an die Wand abgegeben wird, sodass man quasi die Energie auch nutzbar hat als Wärme, aber gleichzeitig auch dieses Neutron benutzt werden kann, um mehr Tritium herzustellen, damit man quasi in demselben Reaktor auch Tritium herstellt, sodass dort dann quasi nachhaltig eine Fusionsreaktion passieren kann. Und eine Fusionsreaktion funktioniert dann tatsächlich mit Wasserstoff. Deuterium ist kein Problem, kann man einfach aus Meerwasser herstellen durch Elektrolyse und hoffentlich dann Tritium in so einem Reaktor. Und dann haben wir kein Problem mit radioaktivem Abfall, wenn dieses Ding Magnetfeld verliert oder irgendwie, also der Reaktor in irgendeiner Form stromlos wird oder irgendwas außer Kontrolle, dann geht vielleicht mal eine Wand kaputt oder ein Plasma wird freigesetzt, was sehr heiß ist. Aber es sorgt nicht dafür, dass viele Menschen in der Umgebung sterben oder so etwas. Also da explodiert dann vielleicht lokal im schlimmsten anzunehmenden Unfall, ist halt irgendwo ein Loch in der Wand, das man wieder flicken muss und keine Strahlung tritt aus und so weiter und so fort. Fusionsgeneratoren sind super sicher, wenn sie denn es schaffen, eine nachhaltige Fusion aufrechtzuerhalten und dann könnte man damit Strom produzieren, aber das dauert einfach noch. Diese Erfolgsmeldung aus dem National Ignition Facility, immer noch so ein geiles Wort, ist ein wichtiger Schritt, aber wir sind noch sehr weit davon entfernt, dass es halt nachhaltig in einem Reaktor passiert. Es könnte so früh passieren wie 2035, dass man den ersten Forschungsreaktor betreiben kann, der dann wahrscheinlich auf Null rauskommt. Also steckst so viel Energie rein, wie rauskommt. Und 2045 vielleicht der erste, der Energie abliefert. Aber diese Sachen wurden vor 20 Jahren auch schon für 2025 prophezeit und so. Also was das angeht, geht es langsam voran, aber es geht tatsächlich voran und wir haben gerade in den Nachrichten quasi einen kleinen Meilenstein miterlebt. Ich hoffe, ich habe einigermaßen einen Überblick gegeben. Jetzt muss ich auch noch mal in den Chat gucken. Oder Ja, Julia, das war hast du noch sehr eine interessant. Frage? Ja, ich habe noch eine Frage, aber ich habe noch eine kurze Anmerkung, weil das Ignition-Institut mir ist da auch noch mal eine lustige Polarstern, ich glaube, es war Polarstern-Geschichte zu Okay. angefangen. Ich weiß nicht genau, ob es Polarstern war, aber auf jeden Fall hat ein Freund von mir erzählt, der auf einer Ausfahrt war von einem Schiff, dass der Fahrtleiter, also quasi der Chef von der Fahrt, der wissenschaftliche Chef, am Anfang halt eine kleine Begrüßungsrede gehalten hat und da sind natürlich die Wissenschaftler auf dem Boot, sind natürlich international
Das heißt, da wird Englisch gesprochen in der Regel, weil natürlich nicht alle Deutsch sind. Und er hat sich dann vorgestellt mit, keine Ahnung, hallo, ich bin Max Mustermann. Oder hello, everybody, I'm Max Mustermann. Und dann ist ihm das englische Wort für Fahrtleiter nicht eingefallen. Also hat er gesagt, I am your Fahrtleiter. Was? I am your Fahrtleiter. Was natürlich dann für alle nicht deutschsprachigen extrem witzig war. Muss ich gerade bei Ignition. Ja. Also für alle, nur falls ihr es nicht verstanden habt oder so, der Furzanzünder. Ja. Hat er sich quasi genannt. Ja, sorry. Zu meiner Frage, genau. Und wo kommt denn dann das Helium her, das wir benutzen? Das Helium, das ist ein Nebenprodukt von Erdgasbohrungen und von Argon. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt einige direkte Vorkommen von Helium, aber größtenteils ist es ein Beiprodukt, was bei Erdgas mitgefördert wird, wenn mich nicht alles Okay. täuscht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, Ja, woher also Helium Helium ist kommt. tatsächlich endlich. Helium ist so leicht, dass es nicht in der Erdatmosphäre verbleibt. Wenn du Helium freilässt in die Atmosphäre, dann Dann verlässt es die die Erde. Genau. Erde. Okay. Ja, Ja, habe ich noch nie. Nee, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wusste ich nicht. Interessant. Keine Heliumballons mehr. Aber Helium ist so lustig, André. Das weißt du doch. es ist einfach lustig, das stimmt. Ja. Das ist, aber man kann auch, ich meine, okay, es ist, ja, nee, nein, kann man auch, aber das ist nicht schlau, das zu tun. Man kann denselben Trick mit Wasserstoff auch machen, aber ich glaube, das ist nicht gut, weil man dann ein explosives Gas in seine Lungen reingibt. Ich Muss ziehe man nur das auf, da zurück. muss man aufpassen, dass der Fahrtleiter nicht in der Nähe ist. Sonst Genau. wird es gefährlich. Ja, Olaf nennt es nur. Ja, um Gottes Willen. Ich habe Bilder im Kopf, das ist nicht gut. Nee, Olaf Not the aber Snowman fragt. Weird Beats hat gerade angemerkt, dass noch niemand über die Furzkrone gesprochen hat. Aber wir sind immerhin zum Thema gekommen. Genau, Fahrtleiter. Und ich meine, das muss man mal von Kernfusion und Polarstern auf Furze kommen. Die Schafft das brennen, mal. ja genau, das ist nicht einfach. Die Ne? brennende Man Furzgrundel. weiß Fahrtleiter. So, ich will die Fragen beantworten. Olaf Not the Snowman fragt, wo bekommt man das Tritium her? Das Tritium ist meistens etwas, was man aus Kernreaktoren oder aus Abklingbecken bekommt. In den meisten Kernreaktoren kennt man ja, da sind so Wasserbecken. Diese Wasserbecken sind meistens gefüllt mit schwerem Wasser, das heißt also mit Wasser, wo Deuterium dran ist und nicht normaler Wasserstoff. Weil Deuterium ist ein sehr, sehr guter Moderator. Das heißt, der sorgt dafür, dass Strahlung nicht nach außen kommt und besonders Neutronen gebremst werden. Neutronen ist eine gefährliche Strahlung, die man nicht mit, die man vor allem gut mit schwerem Wasser aufhalten kann. Und bei Neutronenabsorption durch schweres Wasser entsteht Tritium. Das heißt, daraus kriegt man das Tritium raus. Und das wird größtenteils dafür dann benutzt. So, wie verhält sich diese Zündung jetzt zu Tokamak und Stellarator? Die haben nichts miteinander zu tun. Also ich habe eben kurz schon, Rentier Joe fragte das, kurz erwähnt, es gibt Stellaratoren und Tokamak, das sind diese donutförmigen. Das, was die in der National Ignition Facility gemacht haben, ist nichts, was du in diesen Reaktoren, die so donutförmig aufgebaut sind, machst. Hat damit nichts zu tun. Sie haben in der Ignition Facility gezeigt, dass sie es schaffen können, eine Probe aus Deuterium und Tritium Fusions zu zünden. Das heißt, die Fusion ist selbsterhaltend gewesen. Deswegen ist so viel Energie rausgekommen. Also sie haben so doll komprimiert, so viel Energie, dass die Fusion sich selbst gezündet hat und selbst erhalten hat. Das heißt also, der ganze Fusionstreibstoff, den sie drin hatten, ist aufgebrannt, weil sie das genug erhitzt und komprimiert haben, sodass sie Ignition hatten.
Das heißt also, die Fusion ist bis zu Ende gebrannt. Diese kleine Kugel hat alles an Treibstoff, was sie an Deuterium und Tritium drin hatte, umgesetzt in Energie. Das heißt, sie haben das Prinzip gezeigt, dass man eine Fusion Ignition haben kann. Wie es in Stellarator und Tokamaks gemacht wird, ist ein komplett anderes Prinzip. Also die Erhitzung und die Kompression funktioniert über Magnetfelder und über Anregung von elektrischen Wellen und durch Beschuss von Deuteriumatomen. Nichts davon hat etwas damit zu tun, wie sie jetzt die Ignition hingekriegt haben. Aber es beweist einfach, dass Fusion Ignition funktioniert. Aber es hat keine direkte praktische Anwendung für Reaktoren. Leider. Und dann kommt nicht mal Gold raus, sagt Zahra Zahni. Ja, das ist richtig. Und herzlichen Dank, Squirp, fürs Folgen. Hallöchen. Gestern dich noch bei mir im Stream gesehen. Da bist du gefolgt. Schön, dass du jetzt auch hier bist. Und danke fürs Folgen. Spaceballs sagt, wie war das? Technische Nutzung der Kernfusion ist immer 50 Jahre in der Zukunft. Naja, diese Statistik, auch wenn das jemals überhaupt so war, aber diese Statistik sieht mittlerweile besser aus. Ich glaube, ITER ist der nächste Jetzt sind es nur Schritt. noch 40. Hä? Nee, Jetzt sind es nur noch 40. ich kann mir echt gut vorstellen, dass diese Grenze mit 2035, dass man da tatsächlich dann einen neutral laufenden Generator hat. Also etwas, was in 13 Jahren soweit sein könnte, nicht unrealistisch ist. Also nicht 50 Jahre. Gucken wir mal in 13 Jahren. Ja. Guckt in 13 Jahren wieder vorbei. Bei Twitch. Alter, dann bist du 55, Amen. Das ist korrekt. Unglaublich. Ja. The Riepanse sagt, das, was mit Helium mit der Stimme passiert, passiert auch mit Radon, wenn ich mich richtig erinnere. Mit Radon? Warte mal gerade. Ich glaube Genau. nicht. So, jetzt haben die genau, lasst ein Abo da, um in 13 Jahren zu sehen, ob André recht hat oder nicht. Wir werden drüber sprechen. Nein, Radon ist A. The Riepanse, Radon ist A. Radioaktiv. Nicht einatmen, vor allem weil es Alpha-Zerfall zeigt. Das heißt, wenn du Radon einatmest, dann atmest du einen Stoff ein, der Alpha-Strahlung in deiner Lunge auslöst, was der beste Weg ist, um eine schwere Lungenschädigung Schnell und zu eventuell sterben. Krebs zu bekommen. Und Radon ist deutlich schwerer als Luft. Das heißt, wenn du Radon einatmest, wird deine Stimme tiefer und nicht höher. Und dann musst du einen Kopfstand machen, um es wieder loszuwerden. Aber Das in es gibt so, Kombination ja. mit dem Alpha-Zerfall richtig blöd. Es gibt ein Gas, das du einatmest und dann wird die Stimme tiefer und dann musst du aber einen Kopfstand machen, damit das wieder Genau, rauskommt. Weil sonst. Schwefelhexafluorid. Alter, wer klingelt denn jetzt hier um 10? Da wird jemand anders zur Tür gehen, oder? Ich erwarte keinen Besuch und der Postbote wird es nicht sein. Also Ich wird hoffe, schon dass es der jemand anders Postbote offen nicht ist, haben. ja. Ja, genau. Also alles, was schwerer ist als die Luft, musst du tatsächlich einen Kopfstand machen. Das bekannteste ist Schwefelhexafluorid. Das ist sehr inert. Deswegen ist es okay, das einzuatmen. Also es ist ähnlich wie Helium. Helium ist ein Edelgas. Radon ist auch ein Edelgas. Deswegen von der chemischen Eigenschaft ist es okay, es einzuatmen. Ist halt blöd, dass es radioaktiv ist. Deswegen ist es von der physikalischen Seite nicht okay, es einzuatmen. Schwefelhexafluorid ist sehr inert. Das heißt, es reagiert nicht chemisch. Und es ist nicht radioaktiv. Deswegen ist es einfach nur schwerer als Luft. Wenn du das einatmest, ist deine Stimme tiefer. Aber du musst dann einen Kopfstand machen, damit du alles Schwefelhexafluorid aus deiner Lunge rausbekommst. Weil das ist auf Dauer auch nicht gut. Weil da, wo dann Schwefelhexafluorid in der Lunge rumschwimmt, können deine Lungenbläschen nicht den aktiven Gasaustausch machen. Ja. Genau, Olaf Not the Snowman sagt es auch. Deshalb sollte man ja auch in gewissen Gebieten sein Haus, seine Keller gut belüften, weil Radon tatsächlich etwas ist, was überall aus der Erde aufsteigt. Und in Kellern mit einer hohen Radonbelastung kann sich das ansammeln und dann atmet dann Alpha-Strahler ein. Das ist nicht gut, das stimmt.
Ja, auch lieber Wasserstoff als Radon. Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe vor mir Ja, aufgeplatzte du Leiber. musst ja nur darauf achten, dass nichts Brennbares in der Nähe ist. Vielleicht ist dann auch so Weihnachten nicht die beste Zeit dafür. Ja. Ja, Ja. das kenne ich auch. Ein Chor, der mit Helium, Wasserstoff und Radon arbeitet, fände ich definitiv auch interessant. Würde ich mir angucken, aber von der Ferne. Ja. Oder auf YouTube. Oh Mann, ey, ja. Auf jeden Fall, da Wasserstoff noch ein Stück leichter ist, müsste die Stimme noch ein klein wenig höher sein als bei Helium. Aber ja, Ja. ich würde das selber nicht ausprobieren wollen. Oh, gibt's sicher im Internet, hat sich ja schon jemand gemacht. Nein, also was auch, glaube ich, passiert ist, du kannst es, ich weiß gar nicht, ob du es so einfach einatmen kannst, ob du es wirklich drin behalten kannst, ob es nicht auch in deinen Körper reingeht. Und nicht auch, ja, ich lasse mich mal kurz überlegen, ist das. Selbstverständlich wirkt Wasserstoff, wenn er in hohen Konzentrationen angeatmet wird, erstickend. Ja, bestimmt. Yeah, Wasserstoff einatmen. YouTube, 5 Experimente mit Wasserstoff. Ah, okay. Blop, blop, blop. Ich würde das nicht tun. Bitte tut das nicht zu Hause. Versucht es auch nicht nachzumachen. Oh Gott, was haben wir jetzt angerichtet? Ich habe nur ein Ja, ich bisschen glaube, von Helium erzählt und jetzt du sprechen wir weißt doch davon, immer, wie das explosive Gase ausatmet. einzuatmen. Nein, mach das nicht. Nein. Ich habe ja nur gesagt, dass ich mir das angucken würde. Aber nein, Okay. mach das bitte nicht. Ja. Aber ich habe doch das hier schon jemanden bei YouTube, der macht das doch. Aber der hat eine Okay, ja. Kerze, das ist doch schon, das ist nicht gut. Nee. Ja, und Zarazani sagt auch, ich denke, das reagiert bestimmt irgendwie. Ja, also im Gegensatz zu Helium ist es halt kein Edelgas. Deswegen würde ich da halt, also da hat man bestimmt irgendwie etwas. Und das ist bestimmt auch membranpermeabel und sowas. Neuer TikTok-Trend, ey. Hör bloß auf, Olaf. Oh Gott. Ja, das ist das, was in der National Ignition Facility passiert ist. Und das so ein bisschen eingeordnet in diese ganze Geschichte mit, was passiert denn bei der Fusionsenergie und so weiter und so fort. Und es ist halt schon eigentlich also es ist wahnsinnig faszinierend, dass halt da Quantenmechanik so eine krasse Rolle spielt, dass halt etwas, was normalerweise halt positiv geladen ist, hier, wenn es nur nah genug kommt, also schnell genug aufeinander trifft, beziehungsweise sich nah genug annähert, dass dann eine andere Kraft, nämlich die starke Kernkraft, übernimmt und dann tatsächlich ein neuer Kern daraus wird, finde ich immer noch total faszinierend. Und wenn man das dann sich genauer anguckt, das ist also die Physik, die Atomphysik, die dahinter steckt, oder die Kernphysik ist auch echt faszinierend, aber okay, es ist vielleicht auch eine Faszination, die man nur als Physiker hat. Also ich habe einen Link gepostet. Ich weiß nicht, warum der nicht den YouTube-Link genommen hat, sondern den Google-Search-Link. Aber auf jeden Fall hat natürlich schon jemand Wasserstoff eingeatmet. Ach ja, Aber okay, und das ist das hier Tektastisch. Den kenne ich doch. man kennt ihn. Ja, es ist so irgendwo so in der Mitte von mir. Das ist oh, warte, ich guck gerade. So Minute 2:34. Ich kann da aber, glaube ich, ich sollte da aber, glaube ich, keinen Ton anmachen. Ich denke, der wird auch. Ja, wahrscheinlich ist es ja auch nur. Ja, du hast ja einen Link gepostet. Genau, ich habe einen Link gepostet, könnt ihr rein. Minute 2:34 ungefähr atmet ihr das ein und dann quietscht ein bisschen rum. Und davor kommen garantiert Warnungen, dass man das nicht zu Hause nachmacht. So, ihr habt wahrscheinlich eh auch keinen Wasserstoff zu Hause, hoffe ich mal. Ja. Aber nicht nachmachen. Aber man kann, und ihr müsst es ja auch gar nicht nachmachen, weil er hat das gemacht und dann kann man sich das angucken und er hat eine quietsche Stimme, kann man mit Helium auch machen. Genau. Aber Helium ist endlich, also. Richtig. Und für viele technische Anwendungen brauchen wir halt Helium. Also
Das ist halt. Am Ende geht die Menschheit zugrunde, weil das Helium alle ist. Ich Weil glaube, in den ganzen Luftballons und da sind. niemand hat das kommen sehen. Alle denken Klimawandel, aber nein, es ist, weil Helium alle ist, weil man zu viele Luftballons aufgeblasen hat. Ja, wenn das Helium alle ist, dann Ja. haben wir halt keine MRTs mehr und keine Teilchenbeschleuniger. Das ist halt Ja, ich jetzt sag nicht doch. so direkt das. Ich sag doch, Menschheit geht zugrunde. Ja. Aber Das keine war's MRTs aber. zu haben, ist echt scheiße. Plot Twist. Ja, Plot Twist. Ja. Ja. Hätte Timmy mal auf seinen Geburtstag verzichtet. Toll, Timmy. Toll, Das echt war's. toll. MRT ist nicht mehr. Super. Also, keine MRT, keine schlechten Diagnosen mehr. Ja, puh, so kann man auch an die Sache rangehen. Nehmen wir Helium-3 vom Mond. Ach ja, Ja, vielleicht klappt das. Helium-3 Aber vom an. Mond war doch die Geschichte von Iron Sky, dass die Nazis deswegen auf der Rückseite des Mondes. Ding hier, es ist so lange her, dass ich den gesehen habe. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ja, ist wirklich schon eine Weile her. Ja. So, ich muss ganz ehrlich sagen, Julia, ich hätte jetzt keinen Bock mehr, noch das Spiel anzumerfen. Und Inga Ja, wird uns ich. ein Das wenig dafür hassen, aber so ist es halt. Ja, ich wollte exakt das Gleiche sagen. Nee, ich bin auch echt durch. Ich hatte auch echt einen extrem langen Tag. Und das war, schau, wir hatten wieder so viel Inhalt heute. Ja. Obwohl Inga nicht da ist, trotzdem hatten wir so viel Inhalt. Ja. Das war total interessant. Danke fürs Erklären. Bitte gerne. Ich fand es auch interessant, weil ich Polarstern wusste, dass es ein Eisbrecher ist, aber die ganzen Geschichten, danke, dass du auch noch ein paar schöne Links mitgebracht hast. Ja, natürlich. Und im Chat, oder wir brauchen Supraleiter bei Raumtemperatur. Ach, Supraleiter, die bei flüssiger Stickstofftemperatur funktionieren, würden ja schon reichen. Aber selbst das kriegen wir nicht hin. Also flüssigen Stickstoff wäre super. Also diese sind ja immer noch niedrige Temperaturen, aber tatsächlich die wirklich gut, die Supraleiter, die wir haben, brauchen Heliumkühlung und nicht nur flüssigen Stickstoff. Wenn wir einen Supraleiter finden würden, der flüssigen Stickstoff, dann hätten wir kein Problem mehr. Für MRTs und für Teilchenbeschleuniger. Das ist halt der Knackpunkt. Wenn wir solche Supraleiter hätten, das wäre ganz großartig. Das heißt, Raumtemperatur. Leute, jetzt immer auch, wenn ihr auf dem Weihnachtsmarkt seid oder auf dem Jahrmarkt und da sind die Luftballons, dann müsst ihr immer schreien, aber denkt an die Teilchenbeschleuniger. Denkt an die MRTs, denkt an die Teilchenbeschleuniger Willst du keine MRTs mehr? und Heliumballons, ne? Die entfleuchen, die verschmutzen die Umwelt und an den Ballons, die dann in der Umwelt, da sterben Wasservögel gerne mal dran. Das heißt, das ist doppelt schlimm. Ja. Ja. So, mahnender Zeigefinger zum Ende. Das haben wir ja super hingekriegt. Nein. Weltuntergang. Kommt man Ja. einfach nicht mehr dran vorbei heutzutage. Ja. Ja, aber erstmal geht das Jahr zu Ende und das muss ja nicht zwangsläufig was Schlimmes sein. Also die Neues letzten Spiel, drei neues Jahre war Glück. das. Ich wollte die letzten drei Jahre war immer das nächste Jahr noch schlimmer als das vorige. Oh, okay, Hör also ich bloß bin auf. gespannt. Ich bin gespannt, was diesen Januar und Februar auf uns zukommt. Ja. Lassen wir uns Ich überraschen. meine, ja, ich bin echt gespannt, was sich diesmal Wir das Schicksal werden aus dem Ärmel schüttelt. darüber berichten, nämlich schon am 11.01. Am Mittwoch, den 11. Januar, gibt es den nächsten Plötzlich-Wissen-Stream hier auf diesem tollen Twitch-Kanal. Genau. Sagen sarkastisch, aber ja, okay. Nein, das sollte gar nicht sarkastisch. Tollend. Entschuldigung, das war so nicht gemeint. Nee, kommt gerne wieder, wollte ich damit sagen. Kommt, wünsche euch frohe Weihnachten und auf jeden Fall einen guten Rutsch. Wenn ihr mögt,
Nächste Woche gibt es noch bei mir auf twitch.tv andere Lampe noch ein bisschen Gequatsche mit der lieben Romy am Dienstag zur Dienstagspolitik. Machen wir ein bisschen Weihnachtsgequatsche. Und am Mittwoch baue ich wieder ein paar Raketen und wahrscheinlich den Freitag, den 23. streame ich auch nochmal. Aber dann mache ich auch erstmal Feierabend und der nächste Stream ist dann hier am 11. Januar bei Plötzlich Wissen. Inga, Julia und ich. Gucken dann mal, was das neue Jahr für uns bereithält. Welche Und neuen wohin? Katastrophen. Das wird bestimmt toll. Nein, es wird 23 wird einfach besser. 23 ist toll. Mal gucken, wie diese Aussage altert. Ja. Mal gucken. Schauen wir Genau. mal. Warte mal, ich mach mal Warte mal, gerade hier kann auf. jemand klippen? Kann jemand das klippen? Und dann gucken wir in 2 Monaten. Ja. Klippt das mal, Klippt Leute. das mal und schickt uns Und lasst das. ein Abo da. Ja, nichts ist, wie es scheint. Stimmt. Stimmt, 22. 23, oh Gott. Ja, Alles okay, klar. wir. Ja, auch von uns hier wünschen wir euch schöne Weihnachten oder was auch immer ihr feiert. Ein besinnliches Hanukkah oder Jahresendfest. Lichterfest oder whatever. Genau. Und kommt gut ins neue Jahr. Und wir freuen uns auf euch im Januar. Herzlich gerannt. Ja. Tschüss. Tschüss.